Frechheit! Haut ab! Weg! Heute habe ich eine riesen Schweinerei vor. Nein, nichts Schlimmes, im Gegenteil. Ich gehe jetzt runter. Matti, wie siehst du aus? Oh, ja, ich hab dir doch gesagt, das ist ein Murwart. Selbst vor Gipspackungen im Gesicht schreckt Matti nicht zurück. Vielleicht glaubt er, man wird davon schön. Ah, das hat er auch nötig. Er fühlt sich nämlich nicht wohl in seiner alten Haut. Ich will ja kein Babypopo sein. Matti, was machst du denn da? Oh, guck mal hier, jetzt habe ich auch noch so ein Ekelpickel zu allem Überfluss. So einen widerlichen Pustel da. Ich glaube, ich versuche das mal mit Creme. Oh, nee. Übrigens, Schlamasse. Ja, schon wieder. Das ist doch nicht der Wecker, das ist doch nur die Haustür. Beruhige dich. Hallo. Permesso, buongiorno. Ja, buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno, Salvatore. Se vengo, bitte. Wer ist das? Che bella casa. Das ist Salvatore, das ist unser Nachbar. Bitte? Ah, scusi, sono il nuovo vicino di casa, appena venuto. Du brauchst was. E sto cucinando una bella torta di mele. Buona da mangiare. Offensichtlich verstehen die beiden kein Wort. Aber so ist das eben bei Salvatore. Und auf dem Launespeicher sind alle Freunde willkommen. Grande un piatto per poi pizza! 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 Pizza wunderbar! Oh la la! Wie sind du eine Pizza? Oh la la! Pizza wunderbar! Denn wir sind wieder weg! Hey, Mädchen! Was tun wir hier? Ja, Moment! Wolfgang, bist du es wirklich? Ja, klar! Was macht der Launebär? Der Launebär, der wüsste, dass ich mit dir hier auf der Straße. Was machst du überhaupt auf der Straße? Ja, Weg. Konzert in der Sporthalle, musst mich beeilen. Auch. Konzert in der Sporthalle? Ja. Mhm. Dann beeil dich. Mach's gut. Tschö. Bist du das wirklich? Ja. War der das wirklich? Total nett. Ein bisschen vergessen. Der hat seine Gitarre vergessen. Sag mal, Captain, ich brauch meinen Anker. Der Leichtmatrose wieder. Der Leichtmatrose. Ja, mein Anker. Anker. Anker bleibt hier. Die kannst du haben. Taue kannst du haben. Na gut, dann nehme ich die Taue. Tauwetter, verstehst du? Eigentlich brauche ich einen Anker, dann kannst du ja alles erzählen. Na, wer bist du denn? Gestattet, Quast von Bast. Quast von was? Quast von Bast. Launebär, haben wir Besuch? Das ist der erste Besuch, der zu uns Sie sagt. Ja. Ja, und obendrein bin ich noch Experte für Pinsel und feinste Farben. Launebär, das ist ein eingebildeter Pinsel, ist das. Für Sie immer noch Quast von Bast. Ist ja gut, Herr Quast von Bast. Quast von Quaste. Ja. Was ist? Ein Skateboard. Um ein Skateboard ist es Karlchen nicht weit. Da bin ich sehr gespannt. Karlchen, bist tatsächlich. Oh, hallo, Matt. Herzlich willkommen auf dem Launespeicher. Hallo, Launebär. Was ist eigentlich das da für ein Gartenzwerg neben dir? Ach, Karlchen, das ist doch Matti. Matthias! Entschuldigung, das war toll. Tingeltangel, ganz toll. Aber ich meine, habt ihr nicht so einen Hauch was Seriöses? Ist wenigstens hier alles in Ordnung? Wenn man dem Frieden trauen kann. Knapp. Glück gehabt. Von wegen Glück gehabt. Einer von euch, der wird jetzt Glück haben.